Also im letzten Block haben wir uns das angeschaut, wie man diese spannungsgesteuerten Verstärker bauen kann, indem man spannungsgesteuerte Widerstände verwendet. Und jetzt schauen wir eine andere Art von spannungsgesteuerten Bauteil an, das man auch verwendet, um genau den gleichen Effekt zu machen, nämlich am Schluss einen spannungsgesteuerten Stärker, einen elektronisch gesteuerten Stärker zu bauen. Und der Ansatz hier ist, das über spannungsgesteuerte Stromquellen zu machen. So, wie könnte so eine Schaltung ausschauen? Ich habe sie hier mal aufgezeichnet. Ich glaube, das ist der größte Schaltplan im ganzen Skriptum. So, und hier haben wir drei Teile. Wir haben hier eine Stromquelle, wir haben einen Differenzverstärker und wir haben einen Op-Amp-Differenzverstärker. Also dieser Op-Amp-Differenzverstärker hier rechts, der macht nur diese Y ist gleich A minus B Schaltung, wie wir es hier im Test gehabt haben. Und das halt mit einer festen Verstärkung und so, dass es gut funktioniert. Das nehmen wir hier als Ausgangsstufe. Und die eigentliche Magie passiert in diesen beiden Teilschaltungen. So, hier haben wir einen Transistor-Differenzverstärker. Können Sie sich an einen Transistor-Differenzverstärker erinnern? Wie hat denn der ausgeschaut? Aus welchen? Genau, wir haben gesagt, da unten fließt immer der gleiche Strom. Der teilt sich halt auf den linken und rechten Transistor. Je nachdem, wo die Basis höher ist. Weil wenn hier das verbunden ist, habe ich hier ein Potential. Und wenn ich hier eine Basis-Emitterspannung von 0,7 Volt habe und hier nur eine von 0,5 Volt, na ja, dann wird sich alles da abspielen, wo die Basis-Emitterspannung höher ist. Das heißt, ich brauche noch zwei weitere Komponenten in diesem Transistor-Differenzverstärker. Erstens brauche ich diese Widerstände hier oben, diese Arbeitswiderstände, wie wir sie nennen, die dann diese aufgeteilten Ströme wieder in Spannungen umwandeln. Weißt du, wenn da mehr Strom fließt, habe ich einen größeren Spannungsabfall und dann kann ich diese beiden Potenziale in meinen Ausgangsdifferenzverstärker hineinschieben. So, jetzt ist die Frage, wie können wir hier die Verstärkung steuern? Und die Verstärkung können wir steuern, indem wir diesen Strom hier variieren. Da haben wir ja in der Prinzipschaltung von so einem Differenzverstärker einfach eine Stromquelle eingezeichnet. Mit diesem abstrakten Symbol für Stromquelle. Und wir haben uns nicht wirklich Gedanken gemacht, wie diese Stromquelle genau implementiert ist. Wir haben davor ein bisschen was über Stromquellen uns angeschaut. Und jetzt habe ich hier eine Stromquelle, aber eine spannungsgesteuerte Stromquelle. Und damit, dass das eine spannungsgesteuerte Stromquelle ist, kann ich diesen Strom hier unten vorgeben. Und wir müssen uns nur überlegen, der Strom, den ich hier vorgebe, der teilt sich auch auf die linke und rechte Hälfte. Und sagt mir irgendwie, es ist alles auf der linken Hälfte, er ist gerade quasi im Extremzustand. Und das ist ein 1 Kiloohm Widerstand oben und wir haben 1 Milliampere und haben hier 1 Volt. Und jetzt schieben wir den Strom auf die andere Seite, dann haben wir da die Versorgungsspannung und auf der anderen Seite diesen 1 Volt Abfall. Wenn ich aber jetzt statt 1 Milliampere hier 2 Milliampere vorgebe, dann haben wir jetzt nicht mehr 0 und 1 Volt, sondern 0 und 2 Volt. Also wir haben es verdoppelt. Das ist direkt proportional zu dem Strom, den wir verwenden in diesem Differenzverstärker. Und damit können wir, wenn wir den Strom steuern können, wenn wir machen können, dass der Strom doppelt so groß wird, naja, dann haben wir diese Verstärkung gesteuert. Und wie funktioniert das, dass wir eine steuerbare Stromquelle machen? Da habe ich hier drei Transistoren. Was ist denn dieser Teil der Schaltung hier? Das muss so aus der Pistole geschossen kommen. Nicht ganz. Ein Stromspiegel. Ein Stromspiegel, genau. Wir haben hier quasi einen Referenzstrom, der hineinkommt. Und dann hier den gespiegelten Strom. Und über diese Widerstände hier kann ich quasi eingeben, in welchem Verhältnis die zueinander stehen. Damit ich jetzt hier nicht irgendwie, damit ich hier ein Ampere habe, also kein Mensch will hier ein Ampere, aber nur so. Wenn ich hier ein Ampere haben möchte und ich nicht auch ein Ampere vorgeben muss, dann kann ich sagen, machen wir da Faktor 1000, dann reicht hier ein Milliampere und alles. So, das hier ist nur die einfachste Art, wie man einen Stromspiegel aufbauen kann.
Und was ist dann das hier? Das ist das Schwierigere, das muss nicht aus der Pistole geschossen kommen. Das ist nämlich eine Schaltung, die haben wir nicht kennengelernt. Aber vielleicht kommt hier jemand drauf. Das ist eine Doppeldiode. Nein. Im Prinzip sind das zwei Dioden, die auf Ground liegen. Ja. Welches Potenzial haben wir denn hier? Minus. Minus, genau. Das heißt, wir haben quasi hier bei Ground ein höheres Potenzial als hier. Ein Spannungsspiegel? Stromspiegel. Nein, das linke. Ja, das linke ist ein Stromspiegel. So, noch ja, ein anderer Stromspiegel in der sogenannten Basisscheibe. Die Idee ist quasi die, das klingt jetzt total absurd für einen Stromspiegel. Wir schicken einen Strom rein, der gleiche Strom kommt raus. Also das klingt was nach etwas, wo man sagt, auf den ersten Blick sagt, naja, da brauche ich aber kein eigenes Bauteil dafür, nicht? Dass ich irgendwie Strom reinschicke und es kommt Strom raus. Das Interessante ist, dass der Eingang nie da oben ist und auf Ground liegt. Also, ich gebe hier eine Spannung vor. Und das sind zum Beispiel 10 Volt über Ground, nicht hier über der Minus, sondern über Ground. Und dann habe ich hier mein Ground-Bezugspotenzial. Durch den, da muss ja der Steuerstrom durch. Nicht? Der fließt ja hier beim Emitter hinein und dann durch die Basis im Ground. Das heißt, dieser Bezugsstrom, der geht auf Ground. Für den Eingang schaut das so aus, als ob das hier auf Ground-Potenzial ist. Damit habe ich den Spannungsabfall von dem, was ich über Ground habe, auf dem Widerstand. Egal wie negativ dieser negative Punkt ist. Und ich habe einfach beim Designen dieser Schaltung erstmal beschlossen, das ist aber ein guter Augenblick, die Basisschaltung Stromspiegel einzuführen. Aber auch es wäre hier convenient, wenn ich meinen Gain nicht bezüglich der negativen Versorgungsspannung einschalten kann, sondern bezüglich Ground, der universelle Bezugspunkt in meiner Schaltung ist. Und darum habe ich jetzt diesen Stromspiegel, der einfach nur macht, dass ich hier sinnvoll sagen kann, so viel Spannung über Ground ist dieser Strom, der vorgegeben wird. Und der geht dann in diesen wichtigen Stromspiegel hinein, der dann auf der anderen Seite den Differenzverstärker betreibt. Das heißt, wenn das der Verstärkungsfaktor vom Transistor ist in dem Fall komplett irrelevant. Der ist komplett irrelevant. Was der Transistor mir nur macht, ist, dass das so ausschaut, als wäre das einfach mit Ground verbunden. Ich kann so viel Strom reinschicken, wie ich möchte. Wenn ich da an dem Punkt messe, werde ich immer ganz, ganz nahe beim Ground-Potenzial sein. Und das schaut einfach so aus, als ob das ein Kurzschluss wäre. In Wirklichkeit fließt der Strom aber nicht zu Ground, ein ganz, ganz kleiner Teil davon fließt zu Ground. Und der Rest fließt eben bei der Mitte von dem Transistor wieder raus und in unseren richtigen Stromspiegel unten hinein. Gut, also das war der Exkurs. Basisschaltung Stromspiegel. Aber wir sehen, wie das Ganze zusammen dann eben genau das ist, was wir haben wollen, nämlich einen spannungsgesteuerten Verstärker. So, schauen wir, ob da noch steht, was ich noch nicht gesagt habe. Ja, genau, das müssen wir uns gleich anschauen. Das ist ein Funktionsprinzip, das man häufig findet. In einem Bauteil namens Transkonduktanzverstärker. Da gibt es einen, den LM13700, da gibt es nachher noch eine Übung, da schauen wir uns kurz das Datenblatt von dem an. Das ist ein uralt Bauteil, aber eben ein Bauteil, der quasi ein Operationsverstärker ist, mit Spannungseingängen, Stromausgang und einem zusätzlichen Steuerstromeingang, der genau diese Rolle hier hat, mit dem man die interne Verstärkung macht. Und ihr erinnert euch, wenn wir angefangen haben mit den Verstärkern, mit den Operationsverstärkern, habe ich gesagt, es gibt auch andere Arten mit Spannungseingängen und Stromausgängen und Stromeingängen und Spannungsausgängen und so weiter und so fort. Und das ist quasi die einzige andere Variante, die wir uns jetzt ein bisschen näher anschauen werden. Die zweite Art von Schaltung, nur über diesen Namen mal genannt hat, wo sowas vorkommt vom Funktionsprinzip, ist eine Gilbert-Zelle oder Gilbert-Zelle, keine Ahnung, wo der herkommt.
Aber das ist ein Funke, der weiß sicher, Gilbert-Zelle oder Gilbert-Zelle? Okay. Gut. England geboren, 1937. Hm? England geboren, 1937. Das ist quasi ein Bauteil zum Multiplizieren, der eben häufig als Frequenzmischer und so eingesetzt wird, der eine Reihe von Transistoren beinhaltet, die dann in Summe genau dieses Prinzip machen, aber in einer Art und Weise, dass das Bauteil hochsymmetrisch ist. Also wir haben auch hier eigentlich wieder das gleiche Problem, das wir beim letzten Block kritisieren haben könnten. Es gibt einen Gain-Eingang und es gibt einen Signaleingang. Eigentlich wollen wir ja, dass das eine symmetrische Baugruppe ist, wo ich jetzt nicht groß unterscheiden muss, was ist jetzt der eine Faktor, was ist der andere Faktor, der in die Multiplikation einfließen muss, und diese Gilbert-Zelle, die macht das eben. Und da können wir vielleicht auch kurz ins Datenblatt dann hineinschauen. Wir haben nämlich so einen Chip auch im Bauteil. Gut, Diskussion. Erklären Sie die oben stehende Schaltung. Da kann irgendjemand ein paar Worten, was ich eben nicht geschafft habe jetzt, das Funktionsprinzip dieser Schaltung fassen. Das Beste an andere höhere Ansprüche stellt man an sich selber. Also wie funktioniert diese Verstärkung? Fangen wir an. Hier links beim Gain. Ja, zuerst haben wir einen Widerstand. Diesen Widerstand, was macht der? Sind wir das Gleiche? Wir machen nur das Gleiche. Das können wir zeitig. Nicht alle gleichzeitig. Was macht der Widerstand? Strom und Spannung. Ja, in dem Fall genau, ich hätte gewandelt, Spannung und Strom. Aber, genau, also wir legen quasi unsere Eingangsspannung an, und weil der Widerstand auf der einen Seite auf der Eingangsspannung hängt und auf der anderen Seite auf Ground, gibt es entsprechend, ist die Spannung, wir anlegen, der Spannungsabfall ein Widerstand, und wir kriegen einen Strom raus. Dieser Strom fließt jetzt in den Emitter von diesem PNP-Transistor hinein. Wie fließt der wieder raus? Ja, über den Kollektor. Über den Kollektor, genau. Aber die Basis hoffentlich nur ganz wenig, weil sonst macht dieser Transistor Dinge, die er nicht tun sollte. Dann kommt in einem Stromspiegel, was passiert im Stromspiegel? Derselbe Strom wird von oben weggezogen. Genau. Also der Hauptunterschied zwischen dieser Art von Stromspiegel und dieser Art von Stromspiegel ist, dass hier quasi ein Strom rein und dann von hier wieder weg rausfließt, während dieser Stromspiegel quasi zwei Stromsenken sind. Und die eine Stromsenke, die ist niederohmig, über die kann ich so viel Strom hineinleeren, wie ich möchte. Und auf der anderen Seite drosselt er dann eben auf genau dieses Maximum. Aber ich habe hier quasi Strom fließt rein, Strom fließt raus. Und hier habe ich ein Strom fließt rein und ein anderer Strom fließt rein. Also die Richtungen sind ein bisschen anders bei dieser Art von Stromspiegeln, und darum brauche ich eben da verschiedene Schaltungen dafür. Gut, also ich gebe dann damit den Strom vor, der hier unten rausfließt. Was machen diese beiden Transistoren? Die sorgen dafür, dass dieser Strom auch daher kommt. Genau, irgendwo muss er herkommen, der kommt von daher. Aber die sorgen vor allem, dass der Strom sich ungleichmäßig aufteilt, nämlich so, wie ich es über meinen Signaleingang vorgehe. Das ist die Idee, der Strom, der sich da ungleichmäßig dann aufteilt, fließt durch den einen und den anderen Widerstand, verursacht dann die unterschiedliche Spannungsabfälle, und das geht dann, damit habe ich hier zwei unterschiedliche Potenziale, die Spannung dazwischen, die kommt in einem Op-Amp-Differenzverstärker raus, dann haben wir am Schluss ein schönes Signal, bei dem wir hoffentlich sehr, sehr linear sagen können, wenn wir hier die Spannung verdoppelt, haben wir am Ausgang doppelt so großes Signal. Weil doppelte Spannung hier heißt doppelt so Strom hier, doppelt so großer Strom hier heißt ganz offensichtlich doppelt so große Spannungsabfälle hier. Und nachdem der die Differenz zwischen diesen beiden Punkten in einem konstanten Faktor verstärkt, erwarten wir uns, dass das sehr gut funktioniert.
Was gibt mir in dem Transistordifferenzverstärkerbereich die schwache Verstärkung, weil normalerweise wird der ja auch beliebig stark verstärken. Sind das nur die Widerstände da oben? Weil sobald der Eingang ein bisschen über Ground ist, fließt der ganze Strom. Nicht über Ground, über diesen Punkt hier. Aber der Punkt ist ja mit nichts verbunden, nur mit dem Kollektor von diesem Transistor. Der Transistor ist Teil des Stromspiegels. Der Transistor sagt, da fließt ein Milliampere. Ja, aber der vergleicht ja in mit Ground auf der rechten Seite. Den glaubt man nicht. Und wenn ich mit dem Signal nur ein bisschen drüber bin, dann haut der mir ja gleich, dann fließt ja der gesamte Strom links durch. Oder sind das die Widerstände oben, die Arbeitswiderstände, die mir das begrenzen und die mir dann ein sinnvolles Verstärkungsverhältnis anstatt also einem unendlichen Verstärkungsverhältnis? Ein bisschen würde ich nicht sagen, aber natürlich, dieser Eingang des Vergleichs ist empfindlich. Okay. Also da kann ich jetzt kein Signal anlegen, das eine Amplitude von plus minus 2 Volt hat oder so. Dafür wäre das hier natürlich. Also Millivolt, ja, okay. Da erinnerst du dich, wie wir diese den Funktionsgraphen gehabt haben vom Arcus Tangens im Differenzen. Haut dann ziemlich schnell ab, wenn die Genau. Also, und wenn der einen Entsättigung gibt, dann fließt eben der ganze Strom nur links oder nur rechts. Ja. Kannst natürlich auch am Eingang nochmal bedämpfen, dass du also Widerstand machst und dahin Widerstand. Gut. Okay, also das ist die Schaltung. So, haben wir gemacht. Warum haben wir dann Op-Amp nochmal danach? Warum nehmen wir nicht einfach eins dieser beiden Ausgangssignale und sagen, that's it, ja, da also haben wir das Signal. Der ist Impedanzwandler, das ist das erste, genau. Ich will hier keinen Strom rausnehmen, weil der fließt dann ja auch über den Widerstand und dann ändert sich wieder alles. Was ist aber noch zu beachten? Also Impedanzwandler ist natürlich eine wichtige Sache. Wenn ich diese Schaltung betreibe, sagen wir mit plus minus 12 Volt, wo in diesem Spektrum erwarte ich diese Punkte hier? Werden die nahe bei Ground sein? Werden die nahe bei plus 12 Volt sein? Werden die nahe bei minus 12 Volt sein? Das hängt vom Strom und den Widerständen da oben ab. Ja, aber können sie unter Ground kommen? Kann das hier irgendwie minus 5 Volt haben, wenn ich die Schaltung bei plus minus 12 Volt betreibe? Warum nicht? Weil der mit der Basis überhaupt auf Ground hängt. Genau, wir haben hier schon Ground, also wir brauchen hier auf jeden Fall, was uns höher ist. Das heißt, wir haben da quasi einen gewissen Bereich zwischen Ground und plus 12 Volt, wo wir das erwarten. Und ich sage jetzt mal, wenn ich diese Schaltung dimensionieren würde, dann würde ich vielleicht hergehen und denken, das obere Drittel von diesem Spannungsbereich würde ich jetzt für die Arbeitswiderstände vielleicht mir hernehmen, so maximal, und dann die unteren zwei Drittel oder die oberen zwei Drittel im schlimmsten Fall, weil das ändert sich ja, je nachdem wie stark die Verstärkung ist. Aber wie auch immer, wenn ich die Verstärkung sehr klein mache zum Beispiel, wie ist es bei einer sehr kleinen Verstärkung? Da kannst du es mir sofort sagen, bei einer kleinen Verstärkung, wo sind diese Punkte? Sehr weit oben. Ja, also wenn ich dann nur einen sehr, sehr kleinen Strom habe, egal wie sich der aufteilt, wenn der ganz links ist, wenn der ganz rechts ist, die extremen Fälle sozusagen, wenn der Strom sehr klein ist, habe ich nur einen geringen Spannungsabfall an diesen Widerständen und darum hänge ich wirklich da oben bei den 12 Volt. Ich will aber wahrscheinlich kein Ausgangssignal, das irgendwo bei 12 Volt klebt, sondern ich will ein Ausgangssignal, das wiederum mein Ground-Niveau schwankt. Und das ist die zweite Aufgabe, die dieser Op-Amp-Differenzverstärker hat. Der misst hier die Differenz zwischen diesen beiden Punkten, hier und hier, und gibt mir das dann als Schwingung um das Ground-Potential aus. Obwohl in der Schaltung die ganz nahe bei plus 12 Volt sind. Ich habe jetzt eine Frage. Ja? Von diesem Transistor-Differenzverstärker, der rechte Transistor, der hängt mit der Basis auf Ground. Ja? Wenn jetzt angenommen, da unten von der Stromquelle bin ich auf Minus. Ja.
Das heißt, eigentlich kann der, dort, wo die Stromquelle mit den zwei Transistoren zusammenkommt, kann ich ein Minuspotenzial haben. Also da habe ich, hab ich auf jeden Fall ein negatives Potenzial, ja, aber natürlich nicht so negativ. Ja, warum kann der Transistor dann nicht mehr arbeiten? Weil wenn das Ground positiver ist als das negative Signal, kann ja was von Basis zum Emitter fließen. Ja, ja, genau. Aber hier muss es höher sein. Wenn es hier niedriger wird, die beiden Punkte haben wir uns angeschaut. Und die werden irgendwo zwischen Ground und plus 12 Volt sein. Wären, dann würde er von genau, dann könnte quasi kein Strom hineinfließen. Ja, ja, dann, ja, ja. Also in dem Fall könnte man die Schaltung sogar zerstören, weil Ground hätte vielleicht keine Probleme, viel Strom zu liefern. Dann habe ich einen unglaublich großen Basis-Emitterstrom und den verträgt der Transistor vielleicht gar nicht. Ja, aber es gibt ja nichts, was den Punkt so weit runterziehen kann. Genau, hier gibt es nichts, was den Punkt so weit runterziehen kann, aber wenn ich das quasi das hier weglassen würde und einfach hier das als Ausgangspin anbieten würde und dann kommt irgendjemand auf die Idee, dass er da eine niederohmige Last anträgt, also nicht ein Lampol, das direkt zu minus 12 Volt geht, dann könnte das das Ende für diesen Differenzverstärker bedeuten. So. Also für welche Anwendung ist es jetzt sinnvoll, einen VCA mit einem Vectrol aufzubauen? Wann mit einem FET und wann dieses Monstrum? Naja, wenn ihr galvanische Trennung habt, dann die Vectrol oder wie die das. Genau. Also wenn ich galvanisch trennen möchte, dann bin ich mit dieser Vectrol-Idee ganz gut beieinander. Sag mal, ich brauche keine galvanische Trennung. Wann würde ich jetzt die JFET-Variante nehmen und wann würde ich so eine Steuerstromquelle nehmen? JFET würde ich nehmen, wenn ich steuern will irgendwie und es muss nicht jetzt symmetrisch sein. Also, ja. Du meinst symmetrisch im Sinne von, es muss kein Vierquadranten. Nein, nicht so. Sondern oder von der Geschwindigkeit quasi. Nein. Bei der Vectrol habe ich hier das mit der Geschwindigkeit auch noch. Genau, weil der eine langsam ist das andere. Ja? Richtig. Bei der zweiten habe ich das Problem, dass ich wenn ich bei der Gain Spannung verdoppelt, heißt es nicht unbedingt wirklich, dass wirklich ein doppelter Verstärkungsfaktor genau, ist. Genau. Was ich aber bei der letzteren habe, also bei der letzteren ein doppeltes dort und ein doppeltes dort ist in Summe Faktor 4. Ja. Die letzte Schaltung ist die einzige von den dreien, die sozusagen kolinear in jedem der Argumente ist. Also für jeden der beiden Eingänge, wenn ich dort verdoppel, kommt doch das Doppelte raus. Das ist das, was ich vom Multiplizierer erwarte. Und die anderen beiden sind eigentlich nicht so. Da habe ich gewisse Monotoniebeziehungen. Wir haben gesagt, beim Vectrol kann ich das machen, wenn ich diese Feedback-Sache mache, dass ich mit dem einen Lampal zwei LDRs irgendwie so anleuchte, dass beide gleich hell sind. Darum habe ich da ein Lampal gezeichnet und keine LED, weil LEDs haben so schlechte Öffnungswinkel. Und hier habe ich halt zum ersten Mal etwas, wo ich diese Kolinearität wirklich habe. Und je nachdem, was ich brauche, kann das eine oder andere für mich wichtig sein. Also wenn es zum Beispiel nur um einen Audioverstärker geht und ich will einfach diesen Gain festlegen, dann haben wir sowieso kein lineares Gehör, sondern wir hören sowieso in einer logarithmischen Skala und dann nutzt man das überhaupt nichts, wenn das in den Gain-Eingang superlinear ist. Während es andere Anwendungen gibt, da möchte ich das vielleicht, dass das superlinear ist in beiden Argumenten, weil ich halt ein Problem lösen möchte, das nicht gelöst ist, wenn das nur halt so grob ungefähr mit dem richtigen Monotonieverhalten, aber nicht mit den richtigen Werten sozusagen passiert. Würde die letzte Schaltung in allen vier Quadranten funktionieren? Nein, die ist ein Zwei-Quadranten-Multiplizierer, genauso wie die JFET-Schaltung davor. Beim JFET war es ja auch so, ich habe den Gain-Eingang, der kann quasi nur in eine Richtung gehen, also spannungsmäßig war es dann negativ, aber nennen wir es mal positiv. Und der Signaleingang, der kann aber quasi in beide Richtungen gehen. Bei eigentlich allen dreien, bei der Vectrol-Schaltung, bei der JFET-Schaltung und auch jetzt bei der. Wenn ich wirklich vier Quadranten brauche,
dann muss ich eine andere Schaltung wählen. Eben diese Gilbert-Zelle ist eben meine Standardschaltung, die das machen kann. Oder ich nehme einen Chip, der dafür spezialisiert ist. Es gibt diesen AD633, den haben wir auch bei uns im Bautisortiment. Das ist nicht super schnell, aber das ist ein guter analoger Multiplizierer. Kostet, glaube ich, der Chip 10 Euro oder so. Also das ist jetzt auch wieder nicht das, was man jetzt unbedingt in die Massenware einbaut. Aber wenn ich jetzt einmal etwas machen möchte und ich habe jetzt quasi die Wahl, ob ich mich einen ganzen Tag damit beschäftige, einen wirklich guten 4-Quadranten-Multiplizierer zu bauen, oder ich nehme den Chip, dann ist, glaube ich, die Entscheidung nicht so schwer. So, eine Übung. Wir sollen uns das Datenblatt von LM13700 anschauen und die Innenbeschaltung anschauen und die vergleichen mit dem, was wir da gerade kennengelernt haben. Und da gibt es einen Tipp, damit man diese Innenbeschaltung besser verstehen kann. Der Tipp lautet, dass diese Schaltung, die wir gleich sehen haben, aus einem Differenzverstärker und 4 Stromspiegeln besteht. Das ist schon mal ein wertvoller Hinweis. So, dann schauen wir uns das an. Hoffen, dass es geht. Ach, das ist ja noch. So, ein OTA, ein Operational Transconductance Amplifier. So schaut das Schaltplansymbol für so ein OTA aus. Die waren eine Zeit lang unglaublich beliebt bei den Synthesizer-Bauern und dann ist das irgendwie wieder eingeschlafen. Das Symbol schaut so ähnlich aus wie ein Op-Amp-Symbol, bei dem dann jemand irgendwie unkontrolliert noch zusätzliche Dinge eingezeichnet hat. Also wir haben quasi einen Minuseingang, einen Pluseingang und einen Ausgang. Das sind die Komponenten, die wir so kennen. Dann gibt es hier noch zusätzlich einen Bias-Eingang, der für uns jetzt nicht so wichtig ist. Den braucht man nur, um Linearität über einen größeren Eingangsspannungsbereich zu erhalten. Oder einen Ausgang, und da ist das amerikanische Symbol für Stromquellen drin, um anzuzeigen, dass der Ausgang ein Stromausgang ist. Und noch so einen weiteren Amp-Bias-Input, der da in die Stromquelle so hineingeht. Und das ist eben dieser Stromeingang, mit dem wir die Verstärkung festlegen. Das entspricht unserem Gain-Eingang, den wir vorher gehabt haben. Und jetzt schauen wir uns die Innenbeschaltung von so einem LM13700 an. So, da ist sie. Angeblich, das da rechts können wir ignorieren. Das ist nur noch ein Darlington-Buffer, der da so eingebaut ist, weil man oft in den Standardschaltungen mit so einem OTA dann noch so einen Buffer braucht. Also haben die da mit eingebaut. Das heißt, die beiden Transistoren, die können wir ignorieren. Und das, was hier ist, das ist ein Differenzverstärker und 4 Stromspiegel. Kann mir jemand sagen, wo der Differenzverstärker sitzt? So, zwischen diesen zwei Dioden. Ja, genau. Q4, Q5, perfekt. Das ist halt die Differenz. So, da haben wir unsere beiden Eingänge. Und kann man jetzt jemand den ersten Stromspiegel nennen? Links unten. Links unten. Ja. Muss ja sein, nicht? Weil wenn das ein Differenzverstärker ist, dann muss das ein Stromspiegel sein. Oder irgendeine andere Art von Stromquelle, aber nachdem wir so einen Hinweis bekommen haben, da sind doch Differenzverstärker und Stromspiegel drin. Wird das wohl ein Stromspiegel sein. Und das ist jetzt nicht ganz genau die Stromspiegelschaltung, die wir so kennengelernt haben, aber es ist ein Stromspiegel. Es ist eine Art, exaktere Stromspiegel zu machen. Und jetzt kann man natürlich vermuten, dass das auch ein Stromspiegel sein wird, weil es schaut genauso aus. Und das wird auch ein Stromspiegel sein, weil es schaut genauso aus, nur mit den komplementären Bauteilen. Und das ebenfalls. Also wir haben hier den Differenzverstärker
Und dann 1, 2, 3, 4 Stromspiegel und da ist der Ausgang. Jetzt können wir uns überlegen, wie funktioniert dieses ganze Ding. Also, wir legen hier Spannungen an und durch die Spannungen, die wir anlegen an diesen Eingängen, steuern wir, wie sich der Strom, der hier unten quasi aufgenommen wird, aufteilt. Und ein Teil davon geht eben zu dem linken oberen Stromspiegel und ein Teil geht zum rechten oberen Stromspiegel. Und die spiegeln den quasi wieder runter. Also wir nehmen quasi hier einen Strom auf, über diese Strecke hier, und ein gleich großer Strom wird aber da fließen. Und wir nehmen hier einen Strom auf, über die andere Seite von einem Differenzverstärker, und ein gleich großer Strom wird da fließen. Also wir haben jetzt quasi schon die Eingangssignale umgewandelt in zwei Ströme, nämlich einer, der da fließt, und einen zweiten, der hier fließt. Die fließen beide abwärts. Und wie groß sind diese Ströme? Ja, das gebe ich hier vor. Wenn ich hier einen größeren Strom in diesen Bias-Input hineinstecke, dann ist das eben ein größerer Strom, der hier gespiegelt wird, der sich aufteilt und so weiter und so fort. Also genau das Funktionsprinzip, das wir vorher hatten. Was passiert jetzt am Ausgang? Wir haben ja noch einen Stromspiegel übrig. Ne? Also wir haben jetzt hier einen Strom, den wir dann nach unten schicken. Wir haben da einen zweiten Strom, den wir dann nach unten schicken. Den zweiten Strom, den wir nach unten schicken, den spiegeln wir wieder. Und sagen, wir nehmen den jetzt hier auf. Also, wir haben gesagt, wir machen hier zwei unterschiedliche Ströme, dann spiegeln wir die hin und her, sodass wir sagen, der eine Strom kommt von da oben und der andere geht da weg. Wenn die gleich groß sind, super. Wenn der aber sagt, da soll ein größerer runterfließen, als der unten sagt, das darf reinfließen, dann muss die Differenz beim Ausgang rauskommen. In der anderen Richtung, wenn der sagt, da soll ein kleinerer hier rausfließen, als da reinfließen soll, dann muss die Differenz von dem Ausgang kommen. Und damit haben wir jetzt genau dieses Ding, dass wir diesen Verstärker haben mit Spannungseingängen und einem Stromausgang. Und wie viel Strom am Stromausgang für einen gewissen Spannungsunterschied am Eingang anlegt, naja, das steuern wir über diesen BIOS-Input hier. Wenn ich das aber richtig verstehe, wenn ich am Ausgang nicht ankomme, dann wird der Ausgang zwischen Plus und Minus hin und her schwanken. Genau, wenn ich am Ausgang nichts anhänge, dann kann ja kein Strom rein und ausfließen. Und dann wird es quasi zu den Extremen hingehen. So funktioniert auch intern häufig ein Verstärkungsmuster in Operationsverstärkern, um eine große Verstärkung am Ausgang zu erzielen, dass man einfach zwei Stromquellen gegeneinander arbeiten lässt, die quasi mit einem unmöglichen Problem konfrontiert und dann bleiben es halt in einem Extrem picken, weil mehr als das geht nicht und schalten extrem schnell um zwischen diesen Extremen. Wenn wir jetzt unsere Art von Verstärker machen wollten, wo wir am Schluss wieder einen Spannungsausgang haben wollen, dann kommt dieser Puffer hier ins Spiel, dann gehe ich her und an diesem Ausgang schließe ich einen Widerstand an und der geht auf Ground. Das heißt, wenn jetzt Strom rausfließt, muss der Strom durch den Widerstand und ich habe ein größeres Potenzial hier. Wenn aber Strom aufgenommen wird, dann muss der Strom auch durch den Widerstand fließen, aber in der anderen Richtung. Damit habe ich hier ein Potenzial, das unterground. Und jetzt ist das natürlich blöd, ich kann da nichts anderes anschließen, weil dann habe ich ja wieder das Problem, dass ich hier zusätzliche Ströme entnehmen oder dazugebe und alle stören. Und darum ist eben in den Chip gleich dieser Puffer eingebaut. Das heißt, ich schließe dann den Puffer auch noch an und damit bekomme ich hier Impedanz gewandelt, die entsprechende Ausgangsspannung, ohne das noch strommäßig zu belasten. Also das wäre quasi. Ja, ich brauche dann noch einmal einen Arbeitswiderstand, wenn ich nicht damit leben kann, dass das quasi nur, dass das ein wie sollte man das sagen, ein Open-Emitter-Ausgang ist. Wenn ich jetzt den Output mit dem Input oben verbinde, genau. Einfach verbinde, dann habe ich ja nach wie vor das Problem, dass das hin und her pendelt. Darum habe ich eben auch noch einen Widerstand, der gegen Ground. Den muss ich auch noch. Den habe ich auch, genau. Und also der Widerstand macht dann quasi diese Stromspannungswandlung. Wofür ich immer Widerstände brauche, ist immer Stromspannung wandeln oder Spannungsstrom wandeln. Aber ich kann eben den Punkt nicht direkt verwenden, weil dann würden sich quasi streiten, wo fließt der Strom hin und dann würde ich das stören. Und darum gibt es dann eben den Puffer auch noch. Für andere Schaltungen schließe ich da aber keinen Widerstand an, sondern für eine andere Schaltung schließe ich da einen Kondensator zum Beispiel an, das ist ein Integrierer oder was auch immer. Aber ich könnte zum Beispiel vom Output nach Ground einen Lautsprecher anschließen, das würde da gehen.
Das würde theoretisch gehen, in der Praxis nicht, weil die Ströme, die da rauskommen, futzi klein sind. Also die Idee ist wirklich, dass man dann hier eine kleine Schaltung macht und den Strom in einer Art und Weise verarbeitet, dass das Zielergebnis rauskommt. Und es stellt sich heraus, so wie man mit Op-Amps, mit diesem einen abstrakten Ding, ganz viele großartige Sachen machen kann, kann man auch damit ganz viele großartige Sachen machen. Vor allem Dinge, wo davor steht, spannungsgesteuert. Ich brauche einen spannungsgesteuerten Verstärker, das geht mit dem. Ich brauche einen spannungsgesteuerten Filter, das geht mit dem. Und so weiter und so fort. Und darum waren die eine Zeit lang sehr, sehr beliebt bei Synthesizer-Bauern. Leider im Wesentlichen nur dort, weil die nämlich nicht sehr schnell sind. Also ich kann zum Beispiel Radiosignale nicht mit diesem Chip verarbeiten. Und darum hat das mehr so eine Spezialität im Audiobereich gehabt. Und ich glaube nicht, dass es im Augenblick noch einen OTA gibt, der einen neuen, der quasi gebaut wird, sondern das gibt halt mehr. Gut. Dann schauen wir vielleicht noch ganz kurz in das andere Datum dort hinein, von dem Chip, der das in der Zelle macht, oder in der Zelle. Modulator, demodulator, das ist ja. Irgendwo ist eine Beschaltung, ich weiß es genau. Da ist sie. Ja, genau, das ist. Und da habe ich quasi dieses Muster. Also wenn man da schaut, man hat hier unten beim Bias, da habe ich quasi Stromquellen für Differenzverstärker. Direkt drüber habe ich hier einen Differenzverstärker, der halt so oder so aufteilt und dann drüber wieder Differenzverstärker für einen anderen Kanal. Und oben lasse ich die ganzen Dinge wieder zusammenlaufen, diese Ströme. Und damit habe ich einen relativ hochsymmetrischen Aufbau, wo ich relativ gut sagen kann, das ist einfach ein 4-Quadranten-Multiplizierer nach dem Schema, das wir vorher kennengelernt haben. Und die Hauptanwendung von dem ist eben das Frequenzmischerspiel. Das Frequenzmischerspiel, also das in dieser Funktechnik. Aber das wollte ich nur mal kurz herzeigen, wie man da quasi sieht, dass das diese Idee von, ich nehme zwei Differenzverstärker und für jeden von denen eine unterschiedliche Bias-Strom und dann schieße ich die oben wieder kurz, sodass das zusammengehört und dann habe ich quasi hier einen, man sieht, alle Eingänge sind doppelt, also sind so mit Plus und Minus ausgelegt. Ich habe hier quasi Signaleingang und ich habe hier einen anderen Signaleingang und ich kann immer in die oder die Richtung vorgeben, also es sind wirklich hier 4 Quadranten multiplizieren. Gut. Okay. Haben wir gemacht. So, Fragen? Dann machen wir, würde ich sagen, eine Viertelstunde Pause und dann machen wir die letzten beiden Blöcke für heute.